doch. Wow! Einfach nur wow! Hoschke Linnes bei Kfz Putzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um den BMW 540. Wir haben ja gesagt im letzten Video, wir bauen den jetzt um und parallel suchen nach dem Fehler. Das erste, was ich mache, ganz klar, der steht zu hoch. Nur ein bisschen. Das werden wir natürlich ändern. Ach, ich liebe diese Fälle. Ist der jetzt zerkratzt oder was? Gefällt mir so nicht. Hinten genauso hoch. Wenn der hier tiefer ist, glaubt mir, dann wird das Auto ganz anders aussehen. Plus, ihr werdet diese Felgen lieben. Ja, das ist ausgeschlagen bei mir. Täuche, Lenkhebel, Lenkführung. Das müssen wir auch machen. Natürlich das ganze Fahrwerk ausbauen und das neue Fahrwerk einbauen. Ich habe mir ein Fahrwerk von Lotec gekauft. Ah, das ist Kummo-Reifen. Yes, Kummo-Reifen. 255, 30, 19. Sieht interessant aus. Ist aber nicht für mich, ist ja klar. Ich liebe diese ATS-Felgen hier. Beste Felgen. Würde mich nicht wundern, wenn morgen ATS bei mir anruft. So, dankeschön. So habe ich das auch bekommen. Sehr geil. Super verpackt. Ich sehe nichts mit Vorort. Vorderachse, Hinterachse. Oh, die sind aber richtig schwer, du. Sehen auf jeden Fall robust aus. Bei dem 5er ist es nicht so leicht, das umzubauen. Das erste, was wir machen müssen, natürlich hier hinten, alles auseinanderbauen. Das Gute dran, wir haben hier geteilte Sitze, das ist sehr gut. Diese Ablage muss raus. Hier irgendwo sitzt die Schraube für unseren Stoßdämpfer. Und dann bin ich mal gespannt, wie tief der kommt. Wir haben hier ein M-Fahrwerk drin. Federn von dem M-Fahrwerk kommen raus. Mal gucken, ob wir auch die Originalen noch haben oder ob die mal umgebaut wurden. Die ersetzen wir durch den Lotec-Federn. Wie viel Millimeter das ist, weiß ich gar nicht mehr. Die liegen schon seit ein paar Wochen hier. Ich weiß nicht, ich glaube 40-40 habe ich oder 40-30. Irgendwie so. Aber werden wir ja sehen, wir werden ja die alten rausholen. Und dann werden wir die Hefe vergleichen. 16 Zoll ist das neue 19 Zoll, sag ich. So, fang an. Everybody out there, go burn the tail. Your homeboys and homegirls, it's time for Keenan and Kale. To keep you laughing in the afternoon, so don't touch that dial on read the room. Cause they always in the summer, no fun, and you don't want to miss it. It's double K like through the good playlist. Keenan and Kale, I should have said Kale and Keenan, and you gotta watch Keenan, cause Keenan be screaming with a plan or a plot to make it to the top, but they kinda in the middle, cause they always getting caught. This ain't the Hardy Boys or a Nancy True mystery. It's just Keenan and Kale and your vicinity, like Siegfried and Roy, Abbott and Costello, Magic and Kareem. So sah das Original aus. Schön schwarz. Hier vergleicht. Das Ding geht auch ab. Achtet mal. Ist aber normal. Nach der Zeit. Stoff habe ich nicht da, also besorge ich mir mal Stoff. Und wenn ich das einbaue, dann wird das natürlich sofort mit neuen Stoff überzogen. Und wie viel Technik eigentlich in diesem Auto steckt, ne? Ich glaube, das ist für Funk, Radioempfang, kann sein. Bin mir nicht ganz sicher. Hier haben wir auch nochmal Funk, Antenne und so weiter. Ja, schon, ist schon krass, wie viel Technik eigentlich in diesem Auto steckt. Ja, hier die hinteren Teile, die brauchen wir auch neu. Eine Seite war ja wieso kaputt. Ne, die ist tatsächlich ganz. Die war auch fest. Aber die Seite hier, die Seite war komplett kaputt hier, ausgerissen und dann hier gerade, die Seite, also ich brauche beide, der ist auch kaputt hier. Das habe ich gerade selber kaputt gemacht, aber die Seite ist auch kaputt.
Also brauche ich zwei Stück neu. Die muss ich auch noch neu beziehen. Ja, dann fragt man sich natürlich, ey, du hast die C-Säule jetzt ab, du hast das hintere Teil ab. Dann hat man noch ganz kleine Handgriffe. Ehrlich, dann könnte man sich schon überlegen, ob ich nicht sofort das komplette Dachhimmel ausbaue. Zwei Kreuzschrauben, die bauen wir jetzt auch ab und dann schauen wir mal, dass wir die Stoßdämpfer von oben da abbauen. Und dann haben wir das auch schon fertig. Schön gemacht bei dem Fünfer. Schauen wir uns den zum letzten Mal so an, weil dieser Fünfer wird sich jetzt komplett ändern. Mama ain't raised no punks, player hating niggas pay attention. This is what they want, sit you all up in a nigga mix. Then maybe you can hang with the street game, don't be a bitch. Keep your head up, baby, and I'm in that. Now you're trying to cross me in a mix, and bitch, I resent that. These hoes ain't shit, plotting on a nigga cause he rich. Then wonder why they call you bitch, and if you offended, use a line ass trick, and that's what's intended. I'm coming back with the passion, and screaming thug like bitch when my niggas get the blasting. I'm putting hoes on tape, and not cause I wanna, but I gotta, cause traps got a screen rate. I'm rushing bitches to the hotel, and I'm blindfolding hoes I don't know well. Guess it's hard on a nigga in 94, if you can find a hoe, nigga. Bitch better have my money, with my mind on my money. Vorne, das ist schon einen kleinen, aber feinen Unterschied. Ja, das ist schon krass, ne? Wie sieht das ungefähr? Da seht ihr ungefähr den Unterschied. Und dann noch hier. Ja, ich bin mal gespannt, wie die so sind. Ja, jetzt machen wir den wieder drauf. Vorne bauen wir den wieder zusammen. Bei der Hinterachse möchte ich sowieso alle Querlenker erneuern. Kriegt ja sowieso eine neue Spureinstellung. Wenn das einmal ab ist, kommt auch neu dann. Ei, das war krass. Leute, Querlenker lösen, damit ihr den Stoß im Feld runterdrücken könnt. Und ich habe gesehen, vorne rechts, da, wo dieser Lenkhebel kaputt war, war einfach Querlenker nicht fest. Das ist krass. Also keine Ahnung, ehrlich. Da haben die zwei Querlenker erneuert und den hinteren haben die gar nicht festgemacht. Deswegen hatten wir auch so einen leichten Spiel, weil ich dachte ja, okay, hier, das Ding ist ja kaputt gewesen. Aber auch der Querlenker war nicht fest. Also hat er auch nochmal da gewackelt. Ne? Das ist lebensgefährlich, ey, echt. Immer kontrollieren. Gegebenenfalls sogar markieren. Sehr nice. Die Farbe gefällt mir. Federn sind drin, die vorderen nur. Diese Schraube war nicht fest, die war ganz locker. Die haben den nur angesetzt und mehr nicht. Ach, hier ist auch noch ein Kabelbinder. Ah ja, ich habe die nochmal alle auf Spannung angezogen. Boah, ey, meine Hände. Weißt du, ich frage mich immer, warum ich eigentlich Handschuhe anziehe. So, hinten sehen wir, dass nicht so viel Unterschied. Also man merkt, dass das echt nicht so viel Unterschied ist. Ne? Würde ich mal behaupten. Bin mal gespannt. Ja, man merkt schon, dass die Höhe sich hier geändert hat schon. Ob ich mir das einbilde? Ja, ich baue es schnell hinten zusammen. Tell me what you need when you see me. Ducking these tramps cause they sleazy. Bitch, take it easy. I told you last year it's a test. And no, you can't see my tattoo through my bulletproof vest. So you roll, baby, hold up. And why you touching on my nigga? If I touch your back, you probably go nuts. You see, you always got it all wrong. Shouldn't listen to them niggas that be banging on them so strong. That's when you go wrong. I ain't never been a trick fake bitch. Keep the clothes on. With your mouth closed and your legs shut. If I was broke, you probably wouldn't have said much. But I'm paid to you all in the nigga face. You wanna move in, fuck, get a bigger place, please. I ain't going out like these trick ass niggas that be fucking off. So, ich bin fertig. Das Ding steht hier. Ich habe den noch nicht ganz runter gemacht. Ich habe die Felgen nicht mal richtig angezogen. Es geht jetzt nur darum, wie tief kommt der und wie sieht's aus mit den Felgen. Nach der Zeit wird er noch ein bisschen tief. Oh, oho. Oh mein Gott. Hey, ich krieg den Arm nicht runter. Was? Kommt der so tief? Ey, wie geil ist das denn? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, warte mal. Hier kriege ich den. Also Leute. Boah.
Nur mit Gewalt hier. So, das muss ich noch anziehen. Boah, Alter! Okay. Das gefällt mir doch. Wow! Einfach nur wow! Achtet mal bitte. Wow! Wow! Ey, das Ding ist brutal tief geworden. Unglaublich, was es ausmacht, ne? Die gleichen Felgen, nur tiefer. Und das sieht ganz anders aus. Ganz anderes Auto. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das Ding so gut aussehen wird. Hätte ich ein Gewindefahrwerk, ich hätte genauso tief gelegt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Perfekt. Jetzt sehen die ATS-Felgen nach Felgen aus. So, ich würde die Reifen jetzt nachziehen. Spureinstellung kriegt der, aber der kriegt auch noch ein paar Gelenke, deswegen Spureinstellung sofort nicht. Aber hinten habe ich auch ein bisschen Rost gesehen, aber dazu kommen wir noch. Ich finde es geil. Ich finde es gelungen, vor allem. Ich fahre jetzt eine Runde damit und dann erzähle ich euch beim nächsten Mal, wie er sich fahren lässt. Ich bin auch gespannt. So, danke schön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Euer Kaufsitz, bis dann noch rein. Ciao.